Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. So, da haben wir nichts gefunden. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, dass wir in der Dunkelkammer fertig sind. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Wir haben bestimmt irgendwas übersehen. Fixierer haben wir denn nicht schon? Eine kleine Flasche mit Fotofixierer. Da ist nicht mehr viel drin, aber es reicht noch für eine Anwendung, denke ich. Okay, wahrscheinlich war es das, was wir auch brauchten. In Ordnung. Damit habe ich alles zusammen, was ich zum Entwickeln des Films brauche. Los geht's. Okay. Entwicklerschale. So, dann müssen wir hier den Fotoentwickler reinpacken. Habe ich recht? Ich hoffe. Ich habe sowas noch nie gemacht. Das reicht. Der Entwickler muss ja auch noch verdünnt werden. Mit Wasser? In Ordnung. Genau wie es sein muss. Eine Schale mit etwa einem Zentimeter verdünntem Entwickler. So. Muss ich da auch noch Wasser reinpacken? Jawohl, okay. Ich bereite das erstmal alles so vor. Das wäre das Wasserbad. Für was brauche ich den Fixierer? Dafür vielleicht? Ich muss erst einen Film entwickeln, Bevor bevor ich ich ihn ihn fixiere. fixiere. Okay. Gut, dann machen wir das jetzt erst. Dann nehmen wir erstmal die Filmdose. Packen die da rein. Das war anscheinend falsch. Okay, was ist Der los? unentwickelte Film mit Angelinas Bildern drauf. Ich muss ihn entwickeln und Abzüge von den Fotos. Der Film liegt im Entwicklungsbehälter. Fehlt nur noch der Entwickler. Okay, der Entwickler, der Entwickler, der Entwickler. Das ist der Fixierer. Ach, meine Maus hat sich gerade verabschiedet. Da ist er wieder. Der Film liegt im Behälter. Ich habe darauf geachtet, dass er nicht zu eng gerollt ist. So kann die Entwicklungsflüssigkeit alle Stellen auf der Oberfläche des Films erreichen. Gut. Ein Bad aus verdünntem Entwickler. Ja, gut, den packt er nicht drüber. Vielleicht so? Ich muss erst einen Film entwickeln, Bevor bevor ich ich ihn ihn fixiere. fixiere, Der ja. Film liegt im Behälter. Ich habe darauf geachtet, dass er nicht zu eng gerollt. Ja, aber wie mache ich den denn jetzt hier? Der Film liegt im Behälter. Das kann ja nicht sein. Erst muss ich den ja Die da Schale ist reinpacken. etwa halb voll mit Distik. Ein Bad aus verdünntem Entwickler. Ich muss das belichtete Foto. Hä? Bin ich gerade ein bisschen dumm? So, ich will das jetzt. Muss ich vielleicht noch Fotoentwickler hier reinpacken? Nein. Nein. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll, ohne Scheiß. Ich drück da nochmal Der drauf. Film liegt im Behälter. Ich habe darauf geachtet, dass er nicht zu eng gerollt ist. So kann die Entwicklungsflüssigkeit alle Stellen auf der Oberfläche des Films erreichen. Also Entwickler. Nochmal In reinschütten. Ordnung. Nun oxidiert der Entwickler. Er gibt Elektronen ab, die von den Silberionen der lichtempfindlichen Schicht des Films aufgenommen werden. Je mehr Licht beim Fotografieren auf eine Stelle gefallen ist, desto stärker die Reaktion und desto dunkler die Stelle. Kurz, der Film wird jetzt entwickelt. Okay. Ob das auch in echt so abläuft? Okay, ich denke, der Film müsste entwickelt sein. Was muss ich jetzt machen? Ein Bad aus Verdünnung. So, das dürfte reichen. Ich kippe den Entwickler aus. Ist ja interessant, ob das wirklich so gemacht wird.
Jetzt muss der Fixierer rein, um die Entwicklung des Films zu stoppen. Okay. Upsala. Tja, jetzt ist der Fixierer alle. Aber der Rest sollte den Entwicklungsprozess gestoppt haben. Ich hoffe, es hat alles funktioniert. Sieht alles soweit gut aus. Okay, cool. Der Film ist entwickelt. Das war der erste Schritt. Jetzt muss ich die Abzüge machen. Mal sehen. Ich brauche Fotopapier und einen Belichter. Der steht da drüben. Dann brauche ich Entwickler. Da ist noch genug in der Flasche. Ich habe aber kein Fotopapier. Kriege ich das denn jetzt? Ein Blanko-Abholschein für ein Paket. Wenn ich ihn ausfülle, könnte ich damit ein Paket im Touristenshop bekommen. Ach, meine Maus. Das ist so blöd. Ich habe mir eine neue Maus gekauft. Das ist so dumm. Aber wo kann ich denn... Ich brauche auf jeden Fall eine Art, eine Unterschrift von ihm oder so, ne? Von dem Fuller. Der Film ist eingelegt. Ich könnte die Lampe jetzt anschalten. Aber solange kein Papier unter der Linse liegt, bringt mir das nicht viel. Hm. Ein Blanko-Abholschein. Kugelschreiber. Ein abgenutzter, angekauter Kugelschreiber. Hm. Ah. Den braucht er sicher nicht mehr. Und wenn doch, umso besser. Wir sind so böse. In Ordnung. So, den haben wir auch. Und dann ist mir letztens auch was aufgefallen. Ich habe ihn ausgefüllt. Ein Paket für Fuller an seine Adresse. Ich hoffe, das reicht so aus. Aber das mache ich gleich. So, ich muss erstmal dahin. Dann müssen wir das Fotopapier abholen. Hallo Rosie, fleißig am Arbeiten? Was willst du? Ich wollte Fullers Paket mit dem Fotopapier abholen. Schein bitte. Den kann ich nicht annehmen. Wieso das denn nicht? Er ist nicht unterschrieben. Fuller muss den Schein unterschreiben? Blödsinn, der Briefträger natürlich. Fuller soll ihn morgen früh darum bitten. Vermutlich hat er es nur vergessen, als er den Schein bei Fuller eingeworfen hat. Bitte... Bis morgen kann ich unmöglich warten. Danke. Ja, ja. Hallo Rosie, fleißig am Arbeiten? Was willst du? Okay. Nichts. Schon gut. Den Briefträger, wo kriege ich den denn her? Polizeirathaus, Nebenstraße, der vielleicht in dem Diner ist. Wäre natürlich noch eine Idee. Ja, nee, das ist der Wachmann. Mit dem will ich nicht reden. Mrs. Biber vielleicht? Sorry, Mrs. Biber. Einen Augenblick. War der Postbote hier? Ja. Puck war in seiner Mittagspause hier. Das ist aber schon ein bisschen her.
Wo könnte er jetzt sein? Ich müsste ihn dringend sprechen. Ich schätze, er dürfte jetzt im Gesundheitszentrum sein. Okay, gut. Was können Sie mir über Biddeford sagen? Ich bin hier aufgewachsen. Eigentlich wollte ich hier schon vor Ewigkeiten wegziehen. Das hat wohl nicht geklappt. Mit 17 habe ich meinen Mann kennengelernt und wir haben dann hier das Diner eröffnet. Es war eine wundervolle Zeit. Ah, ja. Ich konnte ja nicht wissen, dass er sich so... Dass er mich... Ich muss weiterarbeiten. Willst du noch was? Nope, ich bin vollkommen zufrieden. Da. Gesundheitszentrum. Oder auch Krankenhaus genannt. Der will irgendwie nie da rein. Komisch. So. Borst. Hä, wo könnte er denn sein? Fragen wir mal die Schwester. Hi. Hallo, Mr. Michaels. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie zufällig den Postboten gesehen? Ja, er war vorhin hier. Hat Ihrer Mutter Besserungskarten gebracht. Ah, okay. Danke. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mr. Michaels. Ja, aber wo ist er denn jetzt hin? Die Nachricht vom Unfall meiner Mutter hat sich anscheinend schnell herumgesprochen. Ein paar Leute haben schon Blumen geschickt. Entschuldigung, Dr. Newhouse? Ja, bitte? Was können Sie mir zu Mrs. Biber sagen? Und kennen Sie Ihren Mann? Oh, man soll ja nicht schlecht über andere reden, aber Ihr Mann, dieser Kerl, der ist ein ganz unangenehmer Zeitgenosse. War ein großes Tier beim Football in der Highschool. Und Mrs. Biber hat ihn jung geheiratet. Doch ich denke, sie hat sich ihr Leben anders vorgestellt. Inwiefern? Nun... Sie arbeitet hart im Diner. Ist eigentlich ein Job für drei Leute, den sie da macht. Aber ich glaube, das Diner wirft nicht viel ab. Und ihr Mann? Naja, lassen wir das. Viel Geld haben sie jedenfalls nicht, nur viel Arbeit. Und keine Liebe. Aha. Ich glaube, der Arzt hat die deutsche Stimme von Tom Cruise. Kennen Sie Fuller? Vom Fotoladen? Ja, flüchtig. Ich habe nicht viel mit ihm zu tun. Er engagiert sich nicht in der Gemeinde, kommt nie zum Frühlingsflohmarkt oder zum Gottesdienst. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß, dass dir deine Mutter bei Fuller einen Job verschafft hat. Ich habe ihr abgeraten. Aber sie meinte, du würdest dich für Fotografie interessieren? Das tue ich. Nur leider hat meine Arbeit dort wenig mit Fotografie zu tun. Ein wilder Draufgänger wie Sie kann mir doch bestimmt verraten, wo man hier in Biddeford was unternehmen kann. Oh nein, da bin ich wohl der Falsche. Ich könnte dir Tipps geben, welche Abendkurse im Gemeindezentrum besonders interessant sind. Nein, danke. Ich verzichte. Das habe ich mir schon gedacht. Für junge Leute bieten wir alle zwei Wochen eine Tanzdisco an, aber aus dem Alter bist du vermutlich schon raus. In dem Alter war ich nie. Discos, Kneipen, Partys. Nicht meine Welt. Deine Mutter erwähnte das. Du bist eher ein Einzelgänger, oder? Ich habe keine Ahnung, was sie das angeht. Oh, Verzeihung, ich wollte nicht... Kurz gesagt, in Biddeford ist man am besten über 50 oder tot? Das könnte mir gefallen. Über 50 zu sein? Genau. Wie geht es ihr? Unverändert. Aber sie ist eine starke Frau. Das sagen alle. Nach dem Unfall musste sie mich allein großziehen. Ja, ich habe davon gehört. Was für ein Unfall war es doch gleich gewesen? Ein Autounfall in England. Sie und mein Dad sind in Schleudern geraten und in einer Allee gegen einen Baum geknallt. Er hat es nicht überlebt. Sie muss seitdem dieses Stützteil tragen und ich habe kein Katze abbekommen. Kannst du dich an den Unfall erinnern? Was? Nein, ich war erst ein paar Jahre alt. Keine Ahnung. Solange ich denken kann, wohnen wir in den USA. Es ist nur... Bei der Untersuchung deiner Mutter ist mir aufgefallen, dass ihre Rücken- und Halsverletzungen eher ungewöhnlich für einen Aufprallunfall sind. Sie sehen eher wie Sturzverletzungen aus. Ein Sturz aus großer Höhe, bei dem die Wirbelsäule gestaucht wurde. Und damit meinen Sie... was? Gar nichts. Wenn deine Mutter gesagt hat, sie hatte einen Autounfall, dann war das auch so.
Oder sie hat gelogen. Darren, das meinte ich wirklich nicht. Mhm. Danke, Doc. Das war's erstmal. Wenn du noch Fragen hast, komm ruhig vorbei. Ja, ja, die Mutter hat auch gelogen, definitiv. So viele Grüße und gute Besserungswünsche. Ich glaube, sie ist sehr aktiv in der Gemeinde und vermutlich hat sie viele neue Bekannte hier. Alle möglichen Leute haben meiner Mutter Karten geschickt. Diese hier ist mit P.Puck unterschrieben. Moment mal, das ist ja der Briefträger. Oh. Der Postbote hat unterschrieben. Damit habe ich eine Vorlage. Ich könnte seine Unterschrift recht leicht fälschen, denke ich. Definitiv. Komm her. Besser nicht jetzt. Achso, ja. Okay, klar. Also schön. Ich habe die Vorlage und ich denke, die Unterschrift wird zumindest halbwegs passen. Wehe, die sagt jetzt, dass noch irgendetwas fehlt. Ich glaube, dann raste ich aus. Hallo Rosie, fleißig am Arbeiten? Was willst du? Ich wollte Fullers Paket mit dem Fotopapier abholen. Schein bitte. Schein bitte. Hast du den alten Puck aufgetrieben? Ja, ich habe ihn in der Stadt getroffen. Glück gehabt. Hier, Fullers Fotopapier. Firma dankt. Man dankt. So, ab nach Hause, ab nach Hause, ab nach Hause, ab nach Hause, da. Huch, wer kommt denn da? Achso, nur eine Passantin. Ich dachte schon. An der Tür hängt ein Schild. Bin gleich zurück. Abgeschlossen. Aber ich möchte wetten, dass Fuller die... Oh, jetzt muss ich echt durch die Hintertür gehen, weil... Oh, ist das dumm. So, Fotopapier, Fotopapier. Ein Paket in DIN A4 Größe. Ziemlich schwer. Entweder ist es wirklich Fotopapier oder es sind Fullers Schmuddelzeitschriften für diese Woche. Ah, sehr gut. 50 Blatt hochwertiges Fotopapier. Einmal bitte drunterlegen. Das Blatt liegt in der Halterung. Der Abstand der Linse zum Blatt müsste auch stimmen. Das Bild wird also scharf aufs Blatt projiziert. Dann starten wir mal einen Versuch. Je länger ich die Lampe anlasse, desto mehr Kontrast bekommt das Bild. Probieren wir es mal. Okay. Okay, vielleicht war das eine gute Zeit. Wir waren jetzt 3 Sekunden, ne? Aber ich habe bis 3 gezählt. So, jetzt müsste das erst in die Entwicklerschale und dann müsste das in das Wasserbad. Ah, da kommt was. Ich muss das Blatt herausnehmen, sobald es die richtige Helligkeit hat. Zu früh und es bleibt zu hell, zu spät und es wird zu dunkel. Okay, 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 okay. Ich hoffe, es ist richtig. Musst du das in die Wasserschale? Und? Aha, der Kontrast ist gut und die Helligkeit stimmt. Nur das Foto an sich ist Mist. Aber dafür kann ich nichts. Vielleicht sind einige der anderen Bilder besser. Zumindest scheinen die Zeiten für die Belichtung und die Entwicklung zu stimmen. Ich probiere es noch einmal. Okay, ich glaube, 3 Sekunden hatte ich. Ich könnte die Lampe jetzt anschalten. Ach ja, ja, ja. Aber ist ja gut, ist ja gut. Du brauchst nicht wieder meckern. Ich hab's vergessen. Das Blatt liegt in der...
Okay, dann versuchen wir es noch einmal. Okay, vielleicht war das eine gute Zeit. Ist jetzt schon wieder dasselbe Bild, oder nicht? Ich denke, ich sollte mit mehreren belichten. Okay, dann machen wir erst das wieder nacheinander. Ah, da kommt was. Das sieht gut aus. Das ist ein bisschen dunkler als das erste. Ja, jetzt habe ich es tatsächlich raus. Helligkeit und Kontrast stimmen. Hätte Fuller Ahnung von Fotografie, wäre vielleicht sogar das Bild gut. Vielleicht das nächste. Das kann jetzt noch etwas dauern. Ah, gut. Wir müssen nicht jedes einzelne machen. 36 Bilder und keines davon ist wirklich gut? Wie kann man nur eine so wunderschöne Frau wie Angelina so schlecht in Szene setzen? Aber es hilft nichts. Die Bilder sind geknipst und ich muss sie ihr ins Hotel bringen. Wenigstens kann ich sie wiedersehen. Und es ist auch nicht meine Schuld, dass die Bilder schlecht sind. Nanu? Ist da jemand im Laden? Es ist Mrs. Biber. Was will sie denn? Kann ich Ihnen helfen, Mrs. Biber? Oh, was machst du denn hier? Ich dachte, du hast gekündigt. Ja, habe ich auch. Ich hol bloß noch meinen Kram ab. Ach so. Ist Fuller da? Nein. Zurzeit nicht. Dann kannst du ihm das hier geben? Gib es ihm persönlich. Sobald er wieder da ist, ich muss weiter. Was hat sie denn? Wird die erpresst von dem Arsch? Sag bloß, sie hatte eine Affäre mit dem. Hua. Na gut, ich weiß auch nicht, wie ihr Mann aussieht, ne? Aber... Hua. Hua. Das schüttelt's mich, da kräuselt's mich. Sie tut mir leid. Hier läuft irgendeine Schweinerei ab. Mach auf, ich will wissen, was da drin ist. Ach, Darren. Ob mir das hilft, Fuller eins auszuwischen? Aber ich darf Mrs. Biber nicht in Gefahr bringen. Sie macht den Eindruck, als könne sie nicht mehr viel ertragen. Wenn ich den Briefumschlag heimlich öffnen könnte, dann könnte ich mir seinen Inhalt ansehen und den Umschlag später in den Briefkasten werfen. Damit wäre Mrs. Biber aus dem Schneider. Aber wie kann ich den Umschlag öffnen und wieder verschließen, ohne dass Fuller etwas merkt? Auf dem Lichtding da. Auf dem Leuchttisch. Funktioniert. Nein, was? Warum ist er denn jetzt rausgegangen? Funktioniert. Jetzt bräuchte ich nur noch... Ach, das macht er nicht. Warum macht er das denn jetzt nicht sein? Oder Wasser, Dampf. Der Brief ist etwa 5 mm dick und recht steif. Die Lasche ist zugeklebt. Irgendwie muss ich ihn unauffällig öffnen. Wem sollte ich eine Karte... Ich will auch nicht, dass du eine Karte schickst, sondern ich will, dass du hier reingehst. Ich habe die Fotos von Angelina bereits entwickelt. Ich sollte hier besser verschwinden, bevor Fuller mich noch erwischt. Nein. Ist ja gut. Ich drücke mal ein bisschen drauf rum. Hä? Was habe ich jetzt davon? Brotkrümel. Falls ich mich mal im Wald verlaufe. Auf jeden Fall, warte mal. Ich war hier bei der Weltkarte. So, er hatte ja hier
Arizona, Hawaii, Was haben wir hier? Ägypten? Die USA, Hawaii, irgendwas Unleserliches und Europa. Fuller hat mit seinen Drecksgriffeln die Hälfte verschmiert. China. Eine speckige Weltkarte. Meine, die USA, Utah, Arizona, die Ecke. Dann rüber nach Hawaii. Danach Nordafrika, wohl Ägypten. Anschließend China und danach Europa. Irgendwo in Deutschland, wie es scheint. Genau, Arizona, Hawaii, Ägypten, China, Europa. Hier. Da erstmal das Mountain Valley. Dann Hawaii. Dann Ägypten. Dann China. Und dann Deutschland. Ich glaube, das ist das Schloss Schwanensee oder so. Das war's. Die Schellen sind offen. Die Leinwand ist hochgezogen. Tja. Eine schwere Metalltür. Man sieht ganz deutlich, dass sie erst nachträglich in die Wand eingesetzt wurde. Ich frage mich, was Fuller dahinter verbirgt. Es kann nichts Gutes sein. Keine Chance. Hier bewegt sich überhaupt nichts. Ich schätze, ich muss den richtigen Code auf dem Ziffernfeld eintippen. Und den haben wir nicht, weil sonst würde er mich dahin schicken. Keine Chance. Gut. Mensch. Ich lasse sie hier stehen, falls der Strom. Ich dachte, ich wäre jetzt fertig. Was haben wir denn da noch? Film entwickeln, fixiere. Das Briefleser habe ich vielleicht etwas gegen Fuller. Die einfachste Lösung habe ich schon 100 Mal in Film gesehen. Briefe lassen sich über Wasserdampf öffnen. Ja, das weiß ich ja. Die Frage ist nur, wo kriege ich den her? Da bin ich ja gerade die ganze Zeit am Überlegen. Wo kriege ich den Wasserdampf her? Ja, ich muss mal überlegen. Bei ihm zu Hause, ja. Ist das das Haus seiner Mutter? Ja. Perfekt. Einmal bitte auffüllen. Der Kessel ist voll. Und einmal bitte anmachen. Hey, der Wasserdampf könnte den Kleber... versuchen wir es. Sehr schön. Es dampft. Der Wasserdampf löst den Kleber. Geschafft. Das Papier ist nicht eingerissen. Und der Kleber backt immer noch. Ich kann den Brief also wieder verschließen. Aber erstmal will ich sehen, was drin ist. Holla. Das müssen 1500 Dollar sein. Ich vermute, hier läuft irgendeine Erpressung ab. Mrs. Biber hasst Fuller. Und sie wollte nicht, dass ihr Mann heute Morgen bemerkt, dass ich ihr einen Brief von Fuller gebe. Er scheint von der Sache nichts zu wissen. Aber worum geht es? Sex? Doch nicht mit Fuller. Irgendetwas mit dem Diner? Oder aus Bibers Vergangenheit?
Es würde mir schon gefallen, Fuller wegen Erpressung in den Knast zu bringen. Aber erst einmal muss ich herausbekommen, womit er Mrs. Biber erpresst. Aber morgen ist auch noch ein Tag. Ich werf den Brief in Fullers Briefkasten und bereite mich lieber auf mein Date mit Angelina vor. Der Süße, der. Dann werfen wir den mal rein. Hoffentlich hat er nicht viel Freude daran. Warte mal. Ich möchte gerne noch mal bei ihm rein. Hier. Hätte sich Fuller einen dieser schicken, eckigen Vierfarbkugelschreiber gekauft, würde das vielleicht sogar funktionieren. Aber wie funktioniert's denn dann? Also das funktioniert auf jeden Fall nicht. Ich weiß auch nicht, wie es sonst gehen soll. Okay. Wir sollen jetzt zum Hotel. Aber ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.